Und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Irgendwo wuselt auch der Epi Im rum. Nirgendwo. Ja, in der Nähe. Schatz, komm mal Irgendwo. nach hier. Nein, ich muss erst noch Eier Ja. legen, Eier einfarmen. Komm, leg die Eier und dann komm nach hier. Hier hinten. Ja, komm, Warum? los, hier. Was ist denn Komm, bei da? Fuß. Los. Guck mal. Unsere Fischfarm, die bringt ganz viel Geld und ganz viele Fische. Das Jetzt ist geht, ein oh nein, jetzt kommt Clownfisch, er ein mit dem schwarzer. Traktor nicht mehr raus. Das ist ein Rotlachs. Ja. Jetzt weiß ich, wo unser Geld geblieben ist. Ja, wir haben Gelber doch noch Clownfisch. 36.000. Also hier hinten, den habe ich nur umgesetzt, ne? Fisch. Da war auch noch mal, waren auch noch mal Lachs. welche. Und noch ein Clownfisch und Schwertfisch. Ja, Aber wo sind die Forellen? wir müssen mal gucken. Hier zum Beispiel der Topaz-Schwertfisch. Der hat Aber du als. hast noch keine Nee, warte Forelle mal. gepflanzt. Ah. Gedingst. Warte mal, Die Forelle. der Schwer. Ich höre mal zu, der. Nee, wir brauchen Dori. Und den Keto-Lack, Oh, wir brauchen noch Keterlachs. Dori. Die Ja. ist nämlich Quest. Ja. Der Schwertfisch hat übrigens das Walsymbol. Oh. Wir Aha. können aber nicht Warum? viele Doris machen. Jetzt ist das Geld wieder weg. Warum Du ist hast hier denn gesagt, hier ich hinten? soll Dori machen. So. Ja, das Es ist fehlt unsere aber noch Quest. mehr. Warum ist das hier eigentlich alles so ekelig? Wieso ist hier überall, oh, die Erdbeeren. Ich muss die Erdbeeren machen. Aha, jetzt kommen sie mit Erdbeeren hier an. Ja, die Erdbeeren. Ich muss erstmal über die ganze Firma, wollte ich gerade sagen, über die ganze Farm drüber, damit ich zu den Erdbeeren komme. Oh mein Gott, ist das langsam groß geworden hier. Das ist ja schlimm, vor allen Dingen mit diesen komischen. Ach, du hast die extra, weil das Wüste ist, hast du die dahingestellt. So nach dem Motto, die brauchen ja nicht so viel Wasser, die Schweine oder was. Oh mein Gott, die Erdbeeren, die habe ich mit euch zusammen, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Oh, die sind aber schon auf Level 7. Ich habe die vielleicht hin und wieder mal abgeerntet gehabt vorher aus Versehen. Die sind aber wirklich wie echte Erdbeeren. Guck dir die mal an. Die haben auch Blüten dran. Das ist ja Habe ich total gesehen, geil. ja. Oh, die muss ich mal kurz fotografieren. Warte mal. Das sieht ja cool aus. Nein! Ach, ich will nicht winken. Ich will in den Fotomodus. Kann ich mich auch drehen? Ich kann mich nicht drehen, ne? So, Moment. Wie war das? Interface ausblenden und mit Enter aufnehmen. Ja, so schön. So. Ach so, halt. Halt. Fotomodus. So. So. Und so. Zack. Auch nochmal eins für meine Timeline hier auf Steam. So. Jetzt können wir die letzten Erdbeeren auch wegmachen. Ich find diese Details in solchen Spielen, finde ich unheimlich wichtig und unheimlich toll. Das Du haben sie nicht auch bei auch? den Himbeeren und bei den Brombeeren hier so gemacht. Die Büsche sehen auch sehr gut aus. Haben die Büschel dran? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Büsche, habe ich gesagt. Büsche sind das ja Ach eigentlich. so, ja, das sieht auch gut aus, ja. Wobei ich die ganze Zeit überlegen bin, was war vorher schon so und was hat sich verändert, ne? Ich glaube, alles ist so ein bisschen hübscher gemacht worden, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen. Ja, alles würde ich jetzt. Ich meine, wie willst du einen Kürbis hübscher machen, ne? Oder den Salat, der ist eins Indem zu du eins ihn hübsch übernommen. machst. Nee, aber ich sag mal, es gibt schon Sachen, die sie halt so gelassen haben. Also den Salat haben sie nicht verändert. Ich glaube, so Weizen und sowas haben sie wohl auch nicht verändert. Also Weizen, Roggen, Gerste, das ist, meine ich, hundertprozentig so wie vorher. Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich jetzt sagen. Aber es ist schon. Also ich persönlich finde trotzdem, es lohnt sich trotzdem, den zweiten Teil zu holen. Gerade auch, wenn man jetzt Fan vom ersten war. Weil es ist einfach eigentlich das Gleiche, aber doch anders. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und es macht auch wieder Spaß. Dann kommen natürlich noch so Sachen hinzu, wie die Sache mit dem Landschaftsbau zum Beispiel. Dass man sich halt seine Farm jetzt komplett so, also fast komplett, ne? Wir haben noch keine Wasserfälle oder so. Es wird aber immer wieder nach Wasserfällen gerufen. Also auf Steam. Hier in diesem Community-Tab, sage ich jetzt mal. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch in der Richtung mal was kommt. Dass wir da irgendwie ja, einen Wasserfall oder vielleicht auch Teiche oder sowas selber machen. Also wirklich optisch schöne, meine ich jetzt, ne? Das wäre schon. Könnte ich hier theoretisch ein paar neue Bäume hinstellen, oder?
Nein. Wenn man es gerade so ein bisschen Geld hat. Ich weiß, das Problem ist halt, wenn man sowas hat, dass man 1, 2, 3. Ich muss mal kurz was rechnen. Ja, eigentlich müsste ich noch eins weiter nach rechts gehen. Dann passt das mit den Hühnern auch ganz gut. Wenn man sowas hat, da muss man natürlich immer darauf achten, was will ich jetzt gerade? Ne? Will ich jetzt meine Farm ein bisschen ausbauen? Also wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir das so machen, dass wir auf jeden Fall ja, es so machen, dass es gut abgearbeitet werden kann, wie jetzt mit den Bäumen, ne? Dass wir mal diese 3x3-Felder machen, zum Beispiel. Ich habe gerade völlig vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das Schatz, hilf mir doch mal. Das ist oft so. Meistens, wenn ich in der Nähe bin. Ja, das stimmt. Der bringt mich so um den Verstand, also im positiven Sinne meine ich jetzt natürlich, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann sag einfach ja. Oh Gott, und dann bin ich irgendwann verheiratet und habe einen Ring am Finger. Nee, ich glaube, ich sollte doch lieber vorher drauf aufpassen, was ich sage. Du hast mir dein Bankkonto überschrieben. Oh Gott, nein. Aber da ist ja eh nichts drauf, also ist es nicht so schlimm. Ich bräuchte eigentlich... Warte mal, da hinten ist noch was. Ich habe echt jetzt gerade total den Faden verloren. Ich weiß auch nicht genau, warum. Weil du keinen hattest. Doch, ich hatte einen. Das ist ja das Schlimme daran. Nee, Moment. Aber der war nicht gut. So, doch so. Der war auch sehr gut und ich wollte was Hochprofessionelles sagen, aber ich hab's... Ach so, mit dem Geld, das wollte ich sagen. Wir hatten ja von an... das waren die Blumen. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir gucken, dass wir von allen so ein bisschen was machen. Das heißt, warte mal, die haben wir schon, die haben wir noch nicht. Also, wir haben noch zwei Fische nicht, die müsstest du noch irgendwie setzen, die fehlen noch. Ja, aber die kommen dann gleich, also die kommen dann später. Wir brauchen halt Geld dafür, weil das Problem ist Geld. Deshalb wären eigentlich Blumen wichtig, eine Blumenwiese, aber die bringen doch mehr Geld. Ja, wir haben jetzt 4 Blumenwiesen freigeschaltet. Aber du müsstest Blumen pflanzen, also ich habe so gemacht bei mir, ich glaube der Mohn, der ist ganz gut gewesen, weil der auch nur eine Stunde oder irgendwas braucht oder so, also nicht so lang wie die anderen Sachen. Was glaubst du, warum wir hier vorne, das sind Rosen. Ich glaube die Rosen brauchen aber länger. Nee, die brauchen knapp eine Stunde. Oder ja, Rosen waren auch wenig, stimmt. Die Frage ist, warte mal, wo haben wir jetzt die Blumen gehabt? Doch gerade, nee, geradeaus haben wir jetzt den Fisch. Das muss ich mal eben schauen. Ich habe doch irgendwo... Hä, bin ich jetzt doof? Ich habe... Ach nee, das war... Du kleine Sau! Was denn? Du mieses kleines Ferkel! Hä? Du hast hier einfach was hingestellt, ohne mir Bescheid zu geben, du kleiner! Wieso? Wir haben das doch abgesprochen. Ich sollte doch so einen Weg schreien. Ja, aber wir hatten doch noch gar nicht genug von den Medaillen. Das hast du hinter meinem Rücken, hast du das einfach hingemacht. Ich habe eine Quest abgeschlossen, dann hatte ich 8 und dann habe ich da einen hingemacht und bei den Fischis habe ich auch einen hingemacht. Damit man da schneller hinkommt. Wie sind die denn drauf? Ja, die lasse ich mal so, wenn man die nicht alle komplett abernten kann. Ja, uns fehlen auch diese Wege, sind scheiße hier hinten gemacht. Das ist ja irgendwie ganz komisch. Eigentlich müsste ich... Hallo, da bin ich gerade am Umbauen? Da müsste ich eigentlich Tierarzt für ausnehmen, aber das will ich nicht. Was, du willst einen Tierarzt dafür ausnehmen? Dias. Diamant. Ach, Dias, so. Nee, ich nehme die einfach von woanders und stelle die um die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Du machst die ganze Zeit alles durcheinander. So. Hat der Epi nicht gesehen? Hallo, Mukus. Nicht gehört. So. Was hast du gesagt, Schatz? Ich hab nichts gesagt. Na, dann ist gut. Du hast da alles durcheinander gebracht. Zitronenbäume brauchen wir 120, ach du Schande.
Naja, gut, das wäre dreimal abernten, ne, wenn man es streng... Ja, aber ich habe es immer bei mir so gemacht, dass ich so ungefähr 60 immer habe und nicht so krumme Werte, weil meistens ärgerst du dich da, weil das wäre jetzt dann zweimal, wenn du 60 gehabt hättest, ne? Was ist denn bis hier? Ja, aber ich versuche ja auch gerade die Bäume ein bisschen umzusetzen. Aber das versuchst du ja nur. Du musst es auch machen. Ja, ich mach's gerade. Ist dir das lieber vom Ausdruck her? Das trifft es eher. Warte mal, Zitronenbäume. Das sind die Pfirsichbäume. Wieso sind die Felder eigentlich so kurz? Das sind die Birnenbäume. Wo haben wir denn überhaupt Zitronenbäume? Da haben wir doch mehr da drauf. Orangenbäume? Du bist doch gerade die ganze Zeit die Bäume hier am Machen. Wo haben wir denn die Zitronenbäume? Keine Ahnung. Ach, warte mal, da hinten. Am Eingang, glaube ich. Das ist irgendwie doof gemacht, ey. Der ist nur am Meckern, den ganzen Tag. Das muss ich irgendwie ändern. Gefällt mir nicht. Ich muss das erstmal umbauen hier. Was machst du denn da jetzt schon wieder? Sag ich dir nicht, du kannst nicht schweigen. Ja, ich sehe das ja, aber was... Oder bist du jetzt die Dinger am Ändern? Die Felder sind kreuz und quer. Ich muss die mal anders setzen hier. Oh mein Gott. Ich ahne Schlimmes für, wenn ich da hinfahre. Nee, du hast gar nichts zu ahnen. Mhm. Hä, warum kann ich... Ach so, muss er erst flügen. Oh, das ist auch doof gemacht. Wenn man was umsetzen muss, das erst flügen. Ja, aber nur die Felder. Also die anderen Sachen kannst du ja so umsetzen. Ja, aber warum macht man sowas? Und du kannst es dann nicht machen, dann musst du es wieder wegmachen. Das frag mich nicht. Weil ich finde es auch dämlich irgendwie, dass er das dann erst da vorbereiten muss. Okay, das war richtig. Das kommt hier rein. So, Zitronenbäume sind nicht so teuer, ne? Nee, das ist einer der besten, der günstigen mit Birnen und Äpfeln, glaube ich. Oder die normalen Äpfel, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Hallo. Wahrscheinlich wieder nicht. Blödsinn. Also, wenn ich das immer so höre, wenn der Epi privat was arbeitet, dann höre ich das auch immer nur. Was macht der denn da? Warum macht der nicht das, was ich möchte? Was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, du drückst was und er macht... wieso ist hier sogar ein Brunnen auf dem anderen Gebiet? Okay, das wäre doch ein Brunnen. Nicht schlecht. Ja, gut, aber die Brunnen, die sind ja, ne? Die sind Brunnen. Das ist ja jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt haben müssen, sage ich mal, wo man sich jetzt so freut. So, ja, geilen Brunnen. Ich kann mit Stufe 48,5 endlich 25 Gold herausziehen. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig. Das ist so explizit wichtig. So explizit wichtig? Ja. Drei. Nein! Oh. Das war wieder dieser Epi-Schrei. Das hat sich nicht gut angehört. Was willst du denn jetzt? Und sollst du es löschen? Warum kann ich das nicht... Was ist das? Naja, ich will es recyceln. Ja, Scheiße. Warte mal, was ist das denn hier? Die Gurke? Die ist jetzt aber nicht drin, ne? Was machst du denn hier für einen Blödsinn? All der Bubble. Du willst das aber nur verlängern, oder? Ja, weil ich das vernünftig haben will und nicht so halb fertige Sachen. Ja, du bist lustig. Weißt schon, dass wir hier hinten das gerade erst geholt haben? Ja. Ja, halbfertige Sachen. Anstatt du das da richtig machst, machst du da nur so halbe Sachen. Dann hättest du das hier auch verbessern können, weil dann hättest du hier das Feld durchziehen können und dann müsstest du das hier aber wegmachen. Nein, wir müssen jetzt die Bananenbäume muss ich ja sowieso mal wegmachen. Warte mal, da hinten haben wir welche. Das hat sich gerade gar nicht gut angehört. Das hat sich angehört, als ob du einen Huhn überfahren hast. Ohne Nein. Scheiß gerade. Das klang nicht gut. Sollen wir mal gucken, was der Epi da macht? Also irgendwie habe ich hier ein bisschen Gefahr, also ein bisschen Befürchtung um die armen Hühner. Warte mal, aber die Hühner, die könnten wir ja theoretisch jetzt da hinten zu den anderen hinstellen, ne? Weil die stehen ja so ein bisschen im Weg jetzt mit dem Zeug.
Warte mal, die bringe ich mal rüber. Die bringe ich mal in Sicherheit hier, die dunkle Mine. Das Dunkle. Bring das Dunkle mal zum Hellen. Bring das Dunkle zum Hellen, wie sich das anhört. So. Schon wieder so ein blöder Baum hier. Mitten im Weg. So. So. Kriegt auch noch was zu futtern. Und dann hat der Epi hier weniger Probleme. Solange wir das noch können, machen wir das hier auch mal ein bisschen. So. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Da endet das Ganze. Im Moment kann man nur nicht viel pflanzen. Das ist nur die Zucchini und das ist eine Gurke. Nee, da das ist nur die Zucchini und das ist eine Gurke. Ja, voll die Beschreibung also, hier. Ja gut, die wollte ich verlängern, aber müssen wir auf die Dings warten und auch die Wassermelonen verlängern. Die kann ich nicht. So, guck mal, können wir das hier auch gerade machen. Warum machst du das eine Stück nicht noch? So. So. Ja, aber wir haben keine Roggenzeit, oder? Nee, haben wir auch nicht. Weil du willst ja nicht, dass ich das alles gerade mache. Also habe ich den Hubbel hier jetzt gelassen. Den aber lässt damit, du das, jetzt da. Damit das unten wenigstens gut ist. Ja. Weißt du, habe ich das ein bisschen begradigt. Das darf ich ja wohl, oder? Hä? Nein, bumm. Oh, bumm. Aua. So, warte mal. Aber die können wir doch machen, oder nicht? Sind das nicht nur mal Wassermelonen? Ach so. Moment. Nicht, bau die nicht ab. Oh, ah, nee, okay. können wir nicht bauen, weil wir kein Geld haben. Deswegen, verstehe. Nee, wir haben auch keine Wassermelonenzeit. Aber, wenn ich schnell bin, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, kann ich zumindest die paar hier noch abernten. Das ist denn der Nachteil, wenn man mit mehreren Leuten an verschiedenen Stellen am Arbeiten ist. Dann gibt der EP mal ganz viel Geld aus und ich stehe dann da und denke mir, ach, wir hätten aber noch ganz viel machen können. Ja. Alles der EP schon. Vor allen Dingen gebe ich das aus. Ich, der ja. Sparsame. Ja, du weißt doch, die Männer geben in der Beziehung immer das meiste Geld aus. Nee, ja, die müssen sie für die Frauen ausgeben, ja, das stimmt. Nee, ja, also... Nee, ja. Du kannst mir gern auch das ein oder andere. Warum sagst du denn, das ist keine Roggenzeit? Nein, hallo, das hier ist Weizen, das andere ist Roggen. Ja, aber da hinten können wir den Roggen verlängern noch. Ja, aber nicht mehr lange. Im nächsten Monat nicht mehr, pass auf. Oh, scheiße, ich komme nicht hin. Das dauert so lange, das Fahren hier. Vor allen Dingen, das ist sehr teuer. Ja, ich kann drei Stück konnte ich hinmachen. Yeah, er konnte drei Stück hinmachen. Toll, super. Warte, nichts machen. Hä? Ausreichend bewässert worden? Das ist nicht bewässert. Ja, jetzt kannst du, aber ich glaube nicht, dass du jetzt noch was damit machen kannst. Ne, wir haben ja, Weizenzeit ist vorbei. So. Oder? So. Doch, jetzt ist vorbei, jetzt nichts mehr machen. Also setzen kannst du noch versuchen, aber... Nee, ist ja nicht mehr. Kann ich ja nicht mehr auswählen. Nein! Warum hat er das jetzt abgebaut? Och. Ich wollte es verbessern. Der Epi wieder. Ey, das finde ich so scheiße. Das, ganz ehrlich. Wir haben die von den... Doch, von denen haben... Wir haben von den goldenen Rüben noch gar... Doch... Ne, da haben wir noch gar keine. Da muss ich hier auch noch mal welche hinmachen. Und die goldenen Rüben? Ja, die sind neu. Wo machen wir die denn hin? Aber wir haben ja gar kein Geld im Moment dafür. Ja, wenn die sehr teuer sind, dann kannst du es erstmal vergessen. Dann musst du noch mal eine Runde warten. Aber ich bin hier gerade den kleinen, also den Weizen am Abernten. Das heißt, da kommt jetzt regelmäßig ein bisschen was rein, aber setz das nicht direkt wieder raus, weil sonst kann ich nicht neu setzen, ne? Achso, die Wassermelonen sind aber, die kann ich, die kann ich noch nicht ernten. Scheiße. Und setzen will ich es jetzt auch nicht, weil du kein Geld hast mehr. Ja, yeah, warte. Ist ja gerade erst angefangen. Lass mich das Feld hier eben ernten. Und dann kannst du ein paar setzen. Ist nicht viel, nur noch zwei Dinger. Ja, aber wenn ich hier nicht mehr neu setzen kann, nachdem ich geerntet habe, haben wir ein Problem. Wir haben nämlich jetzt nur noch 1000. Ja, dann setz mal. Ja, dann warte. Ich warte hier.
warte, bis ich sage, es ist okay und nicht warte, bis ich das gesetzt habe. Ich muss noch einen Streifen machen. Es sind noch über 15 Minuten von dieser Jahreszeit. Also hätt's jetzt nicht. Ich muss nur noch 9 hinmachen. Nein. Bin fertig. Boah, ey, wenn ich dich erwische, ne? Ich hau dir so den Popo voll, ganz ehrlich. Du hast noch 2000. Ich kenne dich aber, du hast noch nicht mal einigermaßen nachgerechnet, wie viel du überhaupt brauchst. Du hast einfach auf gut Glück hast du das einfach mal gesetzt. Ich habe das überschlagen. Überschlagen. Naja. Das ist für die Quest. Wenn ich die jetzt nicht setzen kann, dann wäre das scheiße. Und mal ein paar Bäume mehr jetzt hier. Obstbäume pflanzen holen. Oh, jetzt haben wir 108 genau. Und 120 brauchen wir. Ach komm. Ja, aber du mir auf mich gehört was wieder. Nee, weil ich kein Geld mehr hatte, noch mehr zu setzen. Ich wollte das jetzt komplett durchsetzen. Oh, ich habe keinen Dings mehr hier. Kein Ziel mehr. Ja, Fische abfarmen. Yeah. Ja, das Schöne ist, das kannst du mit einmal machen. Ja, das haben sie gut gemacht, aber das hätten sie noch bei... Es müsste so Gruppierungen geben, wo man so Gruppen bildet und dann einmal so bin, pump, abgefahren. Hä? Zum Beispiel bei den Bäumen. Das ist eine Gruppe Apfelbäume und die fahre ich auf einmal ab. Pump. Ja, bei den Bäumen, das wäre natürlich absolut genial, aber auch ein bisschen OP, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Ja, dann damit... Die wollen ja auch nicht, dass du zu wenig Zeit da drin verbringst. Du sollst ja schon... Ja, deswegen haben sie jetzt die Beträge vom Geld runtergesetzt. Also da... Das fand ich richtig scheiße, bin ich ganz ehrlich. Ich verdiene jetzt nicht mehr 2 Millionen pro Tag dazu. Oder beziehungsweise pro Ernte auf meinem Mähen-Farm. Weil die haben komplett alle Blumen runtergesetzt. Also die, damit verdient man wesentlich weniger als vorher. Und das finde ich... Ich kann es nachvollziehen, weil sie denken, dass man damit dann längere Zeit mit verbringt. Aber ne, das sind so Sachen wie auch mit den Edelsteinen. Also ich habe es zum Beispiel so, dass ich jetzt die große Farm nur noch sehr selten drauf bin, weil es tut sich halt nichts. Ich kann keine Erweiterungen machen. Und wenn ich eine Erweiterung sammle, dann dauert das gefühlt Jahre, bis ich dann endlich nochmal eine neue Erweiterung machen kann. Nee, da, also ich will jetzt nicht sagen, da bin ich zu ungeduldig für, aber das ist halt langweilig. Deswegen habe ich mich jetzt mehr um die kleinen Farben gekümmert, weil da kriege ich dann noch die Edelsteine zusammen. Weißt du? Und ich vermisse unheimlich die Gummibärenbäume, genau, die Gummibäume. Weil, ich meine, da hat es auch immer gedauert, bis man die Sachen zusammengesammelt hat. Aber man hatte die Chance, damit zumindest ein bisschen was zu farmen. Und ganz ehrlich, ich meine, ich würde es so machen, dass ich mir ein riesiges Feld mache und die dann einmal immer komplett abernte, weil ich will, dass es schneller geht. Weißt du, was ich meine? Wenn andere das nicht wollen, dann ist das okay, dann sollen sie es anders machen. Aber ich sag mal, jeder soll es wenigstens so machen können, wie er es gerne spielt. Und wenn man diese Chance genommen bekommt, finde ich es halt doof. Also, genommen bekommt ist relativ, weil sie haben es ja noch nicht reingemacht. Ich denke mal, es kommt noch. Aber es ist was halt... Was kommt noch? Ja, ich denke mal, da kommt noch sowas ähnliches wie Gummibäumchen oder so. Also irgendwas, womit du halt Edelsteine bekommst. Die sind schon wieder voll. Ich wette... Ja, ich verkaufe gleich. Warte, ich mach die Dings noch hier. Ich wette aber mit dir, dass sie die erst dann rausbringen, wenn das Spiel fast komplett ist. Weil die Leute dann nämlich schon gut gespielt haben. Wenn du weißt, was ich meine. Hm. Oh, kannst du die Fische oben nochmal abfarmen? Ja, ich bin so kurz da. Muss nochmal erstmal kurz was gucken hier. Ja, so viel kann ich jetzt gerade nicht machen. Ach, du meinst, die Bäume sind voll, ne? Ja, das ist los. Die Thronbäume brauchen. Ja.
Wo waren die ganzen Zitronenbäume? Wenn du auf der Karte guckst, vom Eingang links. Die nächste Erweiterung kostet 43.000. Die lasse ich mal lieber. Das ist doof. Für was Erweiterung? Ja, dass wir mehr, ja, ich sag immer Gemüse. Als Oberbegriff. Weißt du, diese Auberginenzeichen. Was brauchen wir jetzt? Warte mal, wir hatten vorhin in der Mitte links zwei, rechts einer. Was hatten wir denn vorhin? 6.000 für eine Weide? Ne, 4.050 war das letzte, glaube ich, ne? Jetzt 5.200. 5.200. Ne, 4.050, dann kommt noch 4.800, meine ich. Wie? Ach, da hinten. Ja, aber so weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Da brauchen wir noch einiges. Ich tausche mal gegen 11 Marmelade. Da wir die ja gar nicht haben. Moment, das hatte ich gemacht. Hä, wo sind die Zitronenbäume? Ich verstehe es gar nicht. Da hinten. Wie gesagt, vom Eingang direkt links. Wenn du die Karte anguckst. Oh, danke, dass ich die Marmelade geholt habe. Wir haben wieder drei Medaillen. Mal schauen. Kann ich die ja sinnlos ausgeben? Ja, du kannst auf eine Medaille warten. Dann können wir noch mal eine Erweiterung machen zum Porten. Aber dann würde ich lieber noch einen Tank hier hinten machen, weil hier hinten ist gar kein Tank. Oder einen Tank hinstellen. Das wäre jetzt das Nächste, was ich gerade sagen wollte. Bei dem Wegschreiben. Ich mache das immer bei den Wegdingern gerne hin. Ja, die kann man ja auch umstellen, das ist ja nicht das Problem. Mary hat ein kleines Lamm, müssen wir machen. Wieso haben wir das nicht? So eine harte Funk. Ach doch, hier. Hä? Eine Regenwolke ist das Symbol für Mary hat ein kleines Lamm? Also sonst haben sie ja immer gute Symbole genommen, aber das Symbol verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Wir haben jetzt noch eine Quest fertig gleich. Warte, noch ein Zitronenbaum. Hier hinten sind noch... Ja. Ja, dann kannst du ja noch einen Port abrechnen und eine kannst du noch stellen. Ja, einen so ein... Ja, aber wo soll ich einen Port noch hin, Mann? Sag mal. Weil ja, warte, ich sehe hier gerade nichts. Ich bin im Haus. Warte. Also wenn, dann würde es ja nur Sinn machen, hinten rechts in der Ecke irgendwo da hinten. Ach, so oben Port hat der Kerl schon wieder... Ey, Alter. Was denn? Ja, ich würde sagen, ganz rechts, wo die... oder vielleicht unten... Ja, ich weiß nicht, unten bei den Blumen oder oben? Oben ist wahrscheinlich besser, ne? Da kommst du nicht so schnell hin. Weißt du, wo auch die Eier und dieses Wüstengebiet ist, wo auch die Schweine und so sind? Ja, ja. Ich mach da mal einen hin. Da so eine Ecke. Und wo hast du jetzt eine Tank... Du hast jetzt keine Tankstelle bei der 1 gestellt, oder? Doch, hab ich. Die steht direkt neben dran. Die sieht man deshalb nicht so. Neben dem Schild ist es direkt. Nee, ich hatte hier doch alle. Du kannst die Trauben mal abpflanzen. Ich glaube, wir brauchen nämlich Trauben für irgendwas, habe ich gesehen beim Abernten. Ja, die roten. Oder sind die? Die waren doch. Ja, das sind die anderen. Maulbeerbaum meinst du? Die sind aber erst in 6 Minuten reif. So. Ach so, die Trauben. Nee, die hatte ich vorhin schon gemacht. Die brauchen noch was. Ja, ich dachte, du meinst diesen Maulbeerbaum. Du hast noch keine gemacht? Dann fahre ich jetzt so dahin. So. Kannst mich mal. Hä, was denn? Ja, da muss ich jetzt zu Fuß dahin fahren, weil du da noch nichts gemacht hast. Wo denn? Da, wo du bist ungefähr. Aber zwischen den Schweinen und den Feldern hatten wir ja gesagt. Ich hab gerade Dings gemacht da hinten. Ziemlich weit aus, damit man da eben schön dahin kommt. Der ist nur ein bisschen hoch, weil da oben hatten wir ja eigentlich. Ja, aber da können wir dann die Erweiterung und dann passt das schon. Der ist nie um irgendeine Ausrede verlegen, ne? Nie. Guck mal, und ich habe noch eine Medaille gespart, weil ich so sparsam bin. Unheimlich sparsam.
Na komm, bewässern wir den Kram nochmal. Vor allen Dingen hier die Trauben, aber die Trauben werden wir wahrscheinlich jetzt heute gar nicht mehr schaffen. Nee, ja, ich weiß nicht. Die sind jetzt runtergegangen auf 4,5 Stunden ungefähr. Ich denke mal nicht, dass wir heute noch das zweite davon schaffen werden. Hier vorne könnten wir eigentlich auch. Hier könnten wir eigentlich auch mal Blumen hinstellen, statt die da hinten hinzumachen. Weil die haben ja schon mal mit Blumen angefangen. Was ist denn mit dieser einen Möhre? Die ist nicht so toll. Die brauchen wir auch. Diese Blumen haben wir hier freigeschaltet. Die Karotte, diese eine, die haben wir auch noch nicht. Krypto-Karotte. Ja, diese rote Karotte, die haben wir noch nicht. So. Die blauen haben wir, die haben wir. Warum auch immer, davon haben wir nur. Okay, die sind jetzt natürlich sehr, sehr teuer. Machen wir mal 6 Stück erstmal, damit wir nicht zu viel jetzt auf einmal weg haben. So. Krypto-Karotten. Krypto-Karotten. Ach so, die. Ja. Wenn wir die hochgelevelt haben, würde ich die Sachen gerne hier oben eigentlich hinstellen. Aber dafür müssten wir erstmal. Warte mal. Ein Level braucht der Weizen noch. Ja, gut, wenn wir den das nächste Mal abernten, dann können wir da drauf die Felder anlegen für die anderen Sachen. Also den Weizen brauchen wir dann gar nicht mehr neu zu setzen hier, ne? Den, der nicht mehr so viel bringt. Okay. Oder wir machen da ein riesiges Gerstenfeld raus. Das können wir natürlich auch machen. So, so. Weil Gerste ist relativ schnell wieder fertig im Vergleich. Bringt aber auch gut Geld. Also da habe ich mir den Anfang von meiner Farm mit investiert. Mit Gerste und Blumen. Und danach habe ich dann, also mein Gerstenfeld ernte ich trotzdem noch ab. Aber danach bin ich dann in erster Linie nur noch auf Blumen gegangen, wenn ich Geld brauchte. Ja, und du kriegst halt automatisch immer, wenn du was aberntest, natürlich, ne? Wenn du aberntest und neu setzt, deswegen ist es auch immer wichtig, das Gleiche wieder draufzusetzen, weil du dann ja immer den Ertrag rechnest. Ach du Schande, was hat denn der Epi jetzt schon wieder gemacht? Ihr habt nichts gemacht. Ich komm hier mal her. Hier, Polizei. Wo denn? Ja, hier. Aha. Konnte wieder mal nicht die Finger bei sich behalten hier. Und vor allen Dingen dann so blöd versetzt eigentlich. Du müsstest hier noch eins dazwischen machen dann. Ja, ja, war ich jetzt am Überlegen. Oder ja. oder ja. Und ich war auch am Überlegen, ob ich nicht diesen Weg hier wegmache, weißt du, diesen hier. Und das versetze ich dir nach darüber, weil das ist auch so zickzack, das ist so doof. Und dann kann man nämlich das Feld auch länger machen nach oben. Ja, darum geht es ja. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist jetzt ein bisschen. Ja, mach das weg. Da, ja, was machst du denn? Du sollst keine Kurven drehen. Aber du darfst Kurven drehen mit deinem komischen Zweirad-Ding. Ja. Nee, 4 Räder sind das. Kannst du das mal richtig machen? Was machst du da? Ich bin ja mit den Steinen am Hüpfen, siehst du das nicht? Ja, aber du machst da irgendwie. Ja, jetzt endlich. Ja, das ist das da. Oh, wir haben nicht genug Geld, um zu flügen sogar. Wir können nur nicht mehr flügen. Weil du alles aussiehst. Ja, ich weiß. Hier, ernte mal die Hühner. Ja, ich ernte die Hühner. Kommt her, ihr Hühner. Gebt mir eure Eier. Da wäre ich ganz vorsichtig mit. Aber mit 1000, 2000 können wir auch nicht viel mehr. Ja, du kannst aber da hinten pflügen, die 2 Felder. Das kannst du auf jeden Fall. Ja. Boah, ist das teuer. So. Bumm. Ich sag dir, die 2 Felder, du kleiner. Mach mal die Banane da weg, kleiner die Banane. Spacko, du. Warte mal, ich muss das Bäumchen hier erstmal wegtun. So, welche Banane soll ich jetzt wegmachen? Ja, ja, jetzt habe ich gesehen, dass du die da weggemacht hast. Geh weg. Der fliegt ja noch nicht mal eben das letzte Feld hier durch, weißt du? Ja, weil wir kein Geld haben. Siehst du, jetzt könnten wir nämlich die Gurken nicht pflanzen. Können wir nicht pflanzen? Hä?
Ja, aber die neue Jahreszeit beginnt doch jetzt gleich. Wir können gleich bestimmt wieder abernten. Ja, gibt's keine Bäume, die wir abernten können? Oh, komm doch jetzt. Die Möhre kann ich auch gleich abernten. Mach mal nichts, bitte. Ich ernte gerade und setz hin. Nein, nein. Oh. Hör doch mal auf, was machst du denn da? Ach so, das konnte ich in dieser Jahreszeit nicht. Warte. Muss erst umspringen. Ja, abernten und hinsetzen darfst du, aber nichts neu setzen. So, jetzt. Ist die Jahreszeit um. Das ist halt das, ne, wenn man mit dem Epi spielt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil der will dann natürlich immer viel mehr, als man gerade kann. Und naja, das kostet dann halt eben, ne? Nee, der ist richtig sparsam und du verballerst alles. Ja, du bist sparsam. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Hölle ist das. Hm. 5 Minuten noch, dann ist der Roggen durch. Warte mal, die Bäume hier kümmern wir noch eben. Ja, toll. Dann mach du die mal, ich mach woanders welche. Ja, du warst doch gar nicht hier. Doch, ich wollte die gerade abernten, weil ich den... So. Die nehme ich auch mal hier raus. Und setz die mal zu den anderen hin. Kann ich gar nicht... Ja, doch, könnte ich schon, wenn ich das gegenüber mache. Ja, dann müssten wir hier... Oh, hier sind ja noch welche. So. Mal gucken, ob noch der Bug drin ist. Wenn man die, die Hühner... wegtransportiert, ob die dann wieder... Aber noch ich da glaube, stehen. Das hatte ich nicht. Nee, ob die dann nochmal gefüttert werden müssen. Hier vorne kannst du die Traubendinger nochmal abernten. Ich bin mal kurz woanders. Oh, jetzt steht hier wieder so ein blöder Baum mitten im Weg. Passt genau. Aber auch nur, weil der dämliche Baum hier steht. Das ist wie bei dir auf der Farm. Da habe ich gesehen, da stehen auch immer überall Bäume mitten im Weg rum. Ja, mitten auf den Tierfeldern. Das sieht so komisch aus. Nein, das sieht cool aus, weil die Tiere wollen ja auch mal Schatten haben. Bei dir ist das alles mit einem Apfelbaum. Maschinell. Ja, sicher. Mal so maschinell bei dir. Das ist nicht realistisch. Ja, es ist sehr realistisch, dass irgendwelche Bananenbäume oder sowas, nicht Apfelbaum, dass irgendwelche Bananenbäume mitten im Hühnerstall stehen. Also, das ist im tropischen Regenwald meine Farm. Die hat halt auch Bananenbäume. Ist klar. Eins, zwei, drei. Das ist jetzt die Frage. Und das ist jetzt nur eins, eins, zwei, drei. Dann können wir hier in der Mitte zum Beispiel noch Blumen oder vielleicht auch andere Bäume können wir natürlich auch da reinstellen. Das ist jetzt keine Ahnung, wovon ich rede, ne? Mhm. Du verballerst wieder unser Geld, habe ich schon gesehen. Und wir sind schon wieder voll mit Möhren. Wie, wir sind voll mit Möhren? Ja, müsst mal was verkaufen. Nee, du verkaufst nichts. Weil du wahrscheinlich den Laden gar nicht findest, weil es so unstrukturiert ist hier. Hallo, ich habe hier eben alles verkauft. Aber wenn ihr schon wieder... Wenn ich dann immer zwischendurch noch am Arbeiten bin, weißt du? Und du machst dann nichts. Du verkaufst nichts und nichts. Wo sollen wir das denn alles wieder herkriegen? Und warum ist unsere Folge eigentlich schon wieder so lang? Wir haben ja schon 40 Minuten für diese Folge. Das ist ja ganz schlimm. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen ganz kleinen Cut. Und
gucken dann in der nächsten Folge weiter, wie ich hier den Kram ein bisschen umräume. Oder wir bespringen die Jahreszeit. Ich weiß es noch nicht so genau. Kommt drauf an, was wir machen müssen. Also ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.